Schießt meine Balliste jetzt da runter? Ach, guck mal, meine Balliste schießt auch in die Masse da unten mit rein. Das sieht doch ein bisschen albern aus. Ich kann ja mal hier, wenn das schon so gefährlich ist. Ja, mit der Ballistenkombination sollte es jetzt gehen. Ham, hoch. Der hätte mich fast hochgejagt. Ja, passt schon. Kriegen wir hin. Ja, es kommt jetzt drauf an, wo der Ogre kommt, ne? Kommt er jetzt? Oder in der nächsten Runde, ne? Ja. Ich denke mal, der kommt aus der Mitte. Das ist so das größte Tor. Hier sieht es aber ganz gut aus, soweit. Ist alles okay. Jo, wunderbar. Hier in den Seiten ist auch alles paletti. Ach, hier war noch eine Kiste. Haben sie ein bisschen Schaden genommen. Ach, hier gibt es diese schönen neuen Rittergegner. Ja. Welche immer meinen, auf einen zuspringen zu müssen. Die sind ein bisschen böse, weil die Barrikaden da nicht so wirklich was bringen gegen. Ja, weil die haben immer so denken, ne, da hüpfe ich drüber. Ja, ganz sportlich, die Jungs. Die sind so groß, ich will auch eine große Waffe nehmen. Aber ich werfe nochmal den Blitzsturm auf. Weil du so klein bist, du bist ein Junge, kein Erwachsener. Woher willst du das wissen? Das stand im Vorspann. Oh. Huch. Ach Mensch, ich will immer mit Rechtsklick hier durch die Gegend fliegen. Klingenturm Stufe 3. Also mit 3 Pfeilen hoch jetzt hat. Für 400 Mana. Einfach mal, weil es geht. Ja gut, der muss ja auch eine Menge aushalten da. Jetzt habe ich gerade den Falschen aufgewertet, aber es ist auch okay. Ist auch nicht verkehrt. Wie sieht's mit meinen Seitenbarrikaden aus? Ach guck mal, die hat was abbekommen. Das ist dann nicht gut, wenn sie was abbekommt. Aber wahrscheinlich nur, weil da einer gekämpft hat. Wahrscheinlich. Oh, ich bin eine Stufe aufgestiegen. Oder 2 sogar. 24, genau. Ich mache auf Angriffsrate ein bisschen. Ja, alles einfach. Fertig. Ich habe hier sonst nichts zu tun. Wirkungsbereich brauche ich gar nicht so viel. Ist da, habe ich schon genug drin. Das ist ein gutes Nahkampfschwert bestimmt. Vom Schaden her ist es halt stark. Mit 150 Blitzschaden, schätze ich mal. Das nehme ich einfach mal in meine Itembox. Mhm. Ja, kann man machen. Aber nicht jetzt. Hier liegt auch noch ein Stäbelchen rum. Ein Stimmgäbelchen? Ja. Liegen hier noch irgendwo Kristalle rum? Ja, es gibt noch eine Kiste. Ja, ich meine so in der Gegend einfach. Nee, ich glaube nicht. Achso, hattest du die alle schon eingesackt? Wahrscheinlich. Ja, ich meine, hier waren ja eine ganze Menge eigentlich. Oh ja, schön aufgewerteter Klingenturm. Wie viel Schaden macht denn der pro Sekunde? Angriffsschaden 600, aber halt alle 0,2 Sekunden, das ist schnell. Ja, das ist schön. Das ist sehr schnell. 5x600. Kann ich mal was aufwerten hier? 3000 Schaden pro Sekunde an jeden einzelnen Gegner. Kommt jetzt der Ogre? Ja, ne? Ja, aus dem Tor da unten. Dann kann ich ja nochmal eben meinen Angriffsturm hier umplatzieren, dass der nach unten schießt. Könntest du machen. Ich habe hier aber längst eine Balliste stehen. Ja, aber wenn du Kristalle über hast, könnte ich die nämlich nochmal upgraden. Die macht nämlich 1700 Schaden pro Schuss, aber es durchdringt und schießt alle 0,8. Boah. Ich mach das mal so. Der schießt dann ja bis hoffentlich. Ich sehe nichts. Bis übers Ziel hinaus, dann. So, passt. Ja. Upgraden. Ich mach mal bereit. Weil der macht auf jeden Fall eine Menge an Schaden. 5000 irgendwas. Wenn er dann nur ein paar Mal trifft, dann reicht das ja. Oh, ich wollte gerade noch ein Schwert anschauen, dann ist es verschwunden. Oh Mensch. Dann schauen wir doch mal, wie mein Klingenturm auf der maximalen Stufe sich verhält. Klingelingeling. Ja, sie sehen nicht mehr sehr lebendig aus. Da ist wieder so ein Rittertyp, der haut den jetzt. Aber der hat gerade. Nein, der hat nicht gehauen. Da kommt der Ogre. Dann schauen wir doch mal. Hineingeplumpst. Bin ja mal gespannt. Die anderen Seiten sehen auch gut aus. Ich repariere mal den Turm. Oh, ich glaube, ich brauche den nicht reparieren. Oh, man kann schön das Leben beobachten, wie es runtergeht. Oh ja, oh ja. Wie viel Leben hat denn eigentlich der Turm? 5000. Ja, das ist eine schöne Menge. Doch, der tödliche Angriffsturm tut seinen Teil da schon ganz gut zu. Immer so 5000 auf einen Schlag. Und da ist er schon down.
Das geht ja. Wie sieht es bei dir so aus? Sonst die Seiten sehen alle ganz wunderbar aus. Gut. Da tun meine Ballisten also, ihre komplette Arbeit erledigen. Ich wüsste nicht, dass da jetzt noch irgendwo ein Knackpunkt ist, wo dran unsere Aktion hier scheitern könnte. Außer, dass da unten ein Überfluss an Kristallen vorherrscht. Es sind so viele Kristalle im Rahmen. Ja, sie überschwemmen uns. Ich upgrade mal meine Ballisten noch. Toll. Ach, guck mal, alles ja, cool. Ja, wunderbar. Ah, da liegen so viele Items auch. Handschuhe. Nö. Sie mal übertreiben müssen. Oh, schon wieder ein Level. Ja, yeah, hier auch. Angriffsrate oder... Zwei Level sogar. Ich mache auch Angriffsrate. Auch wenn einige aufschreiben, dass es vielleicht falsch ist. Ich halte es für nicht falsch. Kann ich jetzt schon Blutzorn? Weißt du nicht. Das ist... Ja, kann ich. Die besseren Gegenstände sind immer welche, die ich noch gar nicht benutzen kann. Blutzorn erhöht meinen Angriffsschaden und meine Laufgeschwindigkeit aufs Doppelte. Also nicht Angriffsschaden, aber nur Laufgeschwindigkeit aufs Doppelte. Und deswegen ist es an sich ganz nützlich. Nicht zu viel mitnehmen, das verkauft sich ja noch gut. Ja, es sind alles Stäbe, die irgendwie ab einer höheren Stufe sind. Ach so. Oder Rüstung. Es ist Rüstung, es ist schön. Ein bisschen. Fump. Ich habe übrigens die 100.000 Kristalle erreicht. Ich könnte, wenn ich denn wollen würde... Wir sind ja eh gleich in der Taverne, denke ich. Ja. Dann, wenn du gerne magst, kannst du es gerne ummodeln. So sinn ich. Ja, wenn du meinst, dass deine Türme das alles alleine packen, wenn ich da ganz viel Verteidigung hinhau. Also du kannst ja dann auf, also der Schwerturm ist natürlich schön, oder der Klingenturm. Aber ich meine, der hält ja auch so einiges aus. Ich weiß nicht genau, wie du, was du dann genau an Türmen noch bauen wolltest oder an Barrikaden. Ja, ich könnte halt die Stachelbarrikade dann bauen. Noch gut, weil die halt dann wirklich viel Leben hat. Also du willst dann bei den Türmen auf Leben gehen und ansonsten in Nahkampf gehen, oder wie? Zum Beispiel, ja. Ja. Also ich krieg das bestimmt hin. Dann habe ich ja auch ein paar mehr Bauplätze frei. An Abwehreinheiten. Ja, dann gehen wir mal zur Taverne. Schauen wir nochmal. Wir probieren das einfach mal aus. Ich habe noch nie vorher auf Nahkampf geskillt, also flamet mich bitte nicht, wenn ich irgendwas falsch mache. Zurück zum Gasthaus. Die gibt's hier nämlich auch. Die Gasts? Mhm. Wurden alle vergast. So, der Fürstenhof wäre das nächste, aber das machen wir erst gleich. Oder wahrscheinlich in der nächsten Folge. Ja, erstmal wieder schon 100 Stunden hier drin hocken. Genau. Punkte neu verteilen. So. Jetzt habe ich 83 Punkte zur Verfügung. Ich könnte mir Draco Stufe 1 für 975.000 Kristalle kaufen. Also könnte ich theoretisch. Ist Wirkgeschwindigkeit, wie schnell ich Sachen baue oder wie schnell ich zuschlage? Ich kaufe mir aber tatsächlich mal einen Begleiter. Weil der bringt auch positive Eigenschaften für meine Verteidigung und für mich selber. Ja, cool. Da habe ich glaube ich noch welche in meiner Truhe, die ich nehmen kann. Begleiter? Ja. In der Truhe? Was machen die da denn? Weiß ich nicht. Vor sich hingammeln. Es gibt hier oben die Typis noch aus Team Fortress. Genauso wie die Portal Gun irgendwo. Aber das ist alles da, wer die... Bräuchte aber irgendwelche freigeschalteten Sachen oder andere Klassen. So, 40 Punkte auf Schaden. Was habe ich denn jetzt noch? 20. Durch dann so viel kann ich nicht nutzen, dann dahin. Ist natürlich schön. Einmal gesperrt. Dann bin ich wunderbar. Das sind alle Sachen, die ich erst später gebrauchen kann. Ich könnte den Pyromir hier an die Seite holen, aber der macht dann plus 22 auf meinen Turmschaden. Aber ich will da eigentlich nochmal zurückschließen. Ich komme hier recht anderen auf jeden Fall schon mal schneller vor. So, was habe ich denn hier? Den Ingenieur, der mal Nahkampfschaden erhöht und Türmen mehr Leben gibt. Den nehmen wir doch gleich mal. Zack. Ich habe jetzt hier einen kleinen... Wo ist mein Drache? Ich habe hier so einen kleinen pinken Ingenieur, der neben mir rumfliegt. Habe ich den schon ausgerüstet? Oder habe ich den in der Itembox? Also wahrscheinlich in der Itembox. Ach da. Dem Held geben. Na, wo fliegt er denn? Ah, oh, da fliegt er. Links.
Süß. Achso, ein kleiner chinesischer Drache. Ich zeig nochmal kurz meine Fähigkeit Blutzorn, die ich häufig einsetzen werde. Ja. Das heißt, der Typ, der... Ach, schön. Der gibt mir ordentlich Boni. Ham. Was machst du da? Und dann muss ich nochmal aus der Itembox kurz mein stärkeres Schwert nehmen. So ein bisschen aufwerten könnte man das Zeug auch noch, wobei ich kaum noch kriegst. Na gut, 45.000. So viel zu kaum noch. Ich weiß es gar nicht, wie die Items gut sind. Ich werde jetzt einfach mal das Schwert auf. Ihr dürft. Ich weiß jetzt nicht, ob das so Gottes Beste ist. Da habe ich schon soweit aufgewertet. Ist auch alles. Komm, das war so, das war mein ganzes Geld. Jetzt ist der Turm mein Schwert ein bisschen stärker, mein neues. Ist doch okay. Ich habe jetzt einen Nahkampfschaden von 1000 pro Sekunde. Ja. Das ist nicht verkehrt. Und ich habe 1600 Leben. Das ist auch nicht wenig. Nö. Nee. Ich kann den Drachen auch noch aufwerten. Aber nee, brauche ich nicht. Ich spare lieber meine Kohle. Könnt ihr mir bitte in die Kommentare schreiben, ihr, die dieses Spiel spielen. Ist die Wirkgeschwindigkeit, die man beim Helden oben skillen kann, wie schnell er Gebäude baut und repariert? Oder was beeinflusst das genau? Ist das nur die Angriffsgeschwindigkeit? Wo siehst du das? Wirkgeschwindigkeit, das fährt er beim Helden oben. Wirkgeschwindigkeit, das ist, ich glaube, das genau, wie schnell man das bauen kann. Das ist einmal die Bewegungsgeschwindigkeit davor. Was anderes, das andere. Gehen wir ins Level mal. Da können wir ja weiter theoretisch reden. Nein. Nein, wir wollen jetzt nicht ins Level. Ich kann nicht reden, während ich spiele.